Guten Morgen und Grüezi aus der Schweiz. Irgendwas ist doch anders, ja. Ich stehe oben auf dem Pass mit dem Auto und dem Rennrad. Ja, normal fahre ich doch erst hoch. Dieses Mal ist es andersrum. Ich bin mit dem Auto hier hochgefahren und fahre dann hinunter. Ich stehe hier auf dem Gotthardpass. Richtig schöne Stelle wieder. Ja, und hier möchte ich auch wieder hochfahren natürlich. Aber es ist was Besonderes heute, denn ich habe einen kleinen Service gemacht. Hier werdet ihr sehen, da sind Taschen drin. Ja, ich bin schon unten im Tal gewesen, auf der italienisch sprechenden Seite Ariolo, ein bisschen weiter unten, zum Campingplatz gefahren. Da hat ein Reiseradler übernachtet. Ich wusste, dass er kommt. Hab den Service angeboten, seine schweren Taschen hier mit hochzunehmen. Tremola, die Kopfsteinpflasterpassage des Gotthardpasses. Die wollte ich schon immer mal fahren. Die habe ich noch nicht. Ich bin ja einmal schon mal von der anderen Seite hochgefahren. Und so hat sich das völlig angeboten, diesen Service zu machen. Seine Taschen mit hier hochzunehmen. Ich freue mich drauf, ihn zu treffen. Ich fahre ihn jetzt entgegen. Ich fahre jetzt ab in die südliche Richtung. Irgendwann werde ich ihn treffen. Ja, und dann fahren wir gemeinsam diesen Pass hoch. Ja, und der ist ordentlich erleichtert, glaube ich. So. Also, wer es ist, werdet ihr gleich sehen. Ich fahre erstmal runter und schöne Bilder wird es bestimmt geben. Also, viel Spaß dabei. Ariolo ist erreicht. Ja. Das war eine Abfahrt. Ja, ich muss sagen, zum Abfahren ist die Tremola, die Kopfsteinpflasterpassage, nicht sehr gut geeignet. Mann, was wird man da durchgeschüttelt? Also nicht im besten Zustand. Aber zum Hochfahren wird das richtig viel Spaß machen, das sage ich euch. Da wird es bestimmt sehr, sehr tolle Bilder geben. So, ich bin ja jetzt im Tal. Wird mal gucken. Wird noch weiter abfahren. Mal sehen, wo ich den Reiseradler dann finde. Den Kollegen, den ich heute hier hoch begleite, zum Gotthard hoch. Naja, werden wir mal schauen. Also warm ist es schon. Es sind aber auch ein paar Wolken da. Ich glaube, die werden uns auch sehr helfen. Also schauen wir mal, wann ich ihn treffe. Ja, vor lauter Schnacken kommt man gar nicht zum Film. Und jetzt sind wir hier in der ersten Kopfsteinpflasterpassage. Mal sehen, wie das geht. Bergauf. Erst da hinten, kommt aber gut nach. Weiter geht's in die Höhe. Wir haben noch gute 800 Höhenmeter noch vor uns, also noch ein ganzes Stück. Ja, wir haben schon eine Baustelle überstanden. Die erste, bleibt aber auch die einzige. Die fiesen Baustellen bergauf. Ja.
ist das warm. Aber Patrick schafft alles. Er wird es schaffen. Aber es sind immer noch 750 Höhenmeter. Ganz locker. Frisch gestärkt. Siehst du, geht doch. Tschüss. Tschüss. Originalgeschwindigkeit. Da rollt er dahin. Ja, wir sind jetzt richtig drin im Berg auf der Tremola. Auf den letzten 5 Kilometern nur auf Kopfsteinpflaster. Es geht hoch, er ist gut, er schafft das, er wird das schaffen auf jeden Fall. Aber er wartet auf mich, ich muss weiter. Auch wenn es so schön aussieht hier, ich muss weiter. Hier hörst du noch was in den Speichen. Die letzten Meter. Na du. Was? Wir sind heil angekommen, Siegerbratwurst gab's und jetzt werden wir Taschen angebracht. Jetzt nimmt er sie auch wieder. Dankend. Erstmal hier das schwere Schloss, das hat Kugel schleppt hier. Ja. Eigentlich auch was ein Quatsch. Aber ich muss sagen, es war ein schöner Pass, also es war echt grandios. Schön, auch wenn das für mich ein bisschen langsam war. Hat aber sehr viel Spaß gemacht. Also,
Ich glaube, kaum eine Minute ist vergangen, ohne zu reden und Fotos zu machen. Aber das ist ein Erlebnis, hier hochzufahren. Ich muss sagen, das muss man echt mal gemacht haben, oder? Zwei Daumen hoch von mir. Ja. Also das war echt klasse. Also nach 3.500 Kilometer so ein Pass nochmal, auch ohne Gepäck hochzufahren. Also das war echt ein Service, den ich gerne gemacht habe, auf jeden Fall. Und ich wünsche echt eine schöne Weiterreise. Heute geht es ja nur noch bergab. Ja. Hoffentlich. Mein Gegenanstieg wird schwierig. Nee, den Anstieg schaffe ich heute nicht mehr. Aber es war echt schön. Es war echt schön, das gemacht zu haben. Hat mir echt gefallen. Vielleicht irgendwann mal wieder. Vielleicht nicht in den Bergen, aber mal woanders. Vielleicht, wo es flach ist. Ja, vielleicht mal, wo es flach ist. Ja. Das nächstes Mal gibt es vielleicht, werden wir mal sehen. Suchen wir uns aber die Richtung aus, dass wir Rückenwind haben auf alle Fälle. Ja. Weil heute ging es zum Glück mit dem Wind. Das war gut. Da war Wind gegen an echt mal schön. Also hiermit ist meine Reise zu Ende auf diesem Pass. Seine geht noch wie viele Kilometer weiter, weißt du noch nicht, Mann. 55 oder sowas, bergab. Nee, hat mir echt Spaß gebracht. Ich hoffe euch auch. Also dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Ciao. Moin, moin. Alter.